Hallo ihr Lieben, bald ist ja schon Weihnachten und ich habe noch kein Geschenk. Oh je, was mache ich da? Ich habe ein bisschen im Internet nachgeguckt und habe eine super DIY-Idee zum Nachbasteln gefunden. Und ich habe dies verfilmt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Wenn ihr es nachgebastelt habt, postet es doch gerne in eurer Instagram-Story. Ich möchte ein DIY-Winterglas machen, so eine Art Schneekugel, nur dass kein Schnee fällt, aber Schnee ist drin. Und dazu brauche ich erstmal ein kleines Tannenbäumchen, das ist einfach Christbaumschmuck. Und das Tannenbäumchen bemale ich jetzt mit einem Adventszweig und ein goldener Hintergrund. Jetzt werde ich das in ein Glas kleben, hinten ist es noch weiß. Und dazu nehme ich ein Hipgläschen. Da muss das Etikett ab sein, das könnt ihr am besten im warmen Wasser machen. Der Deckel muss natürlich ab. Und schaut bitte, dass da wirklich nichts mehr drin ist. Das ist ganz wichtig. Danach nehme ich Heißkleber und klebe da den Boden ein und mache da halt ganz viel Kleber rein, dass nachher auch die Watte gut hält. So sollte das dann aussehen. Einfach großzügig eine Ladung Kleber. Jetzt nehme ich Watte. Die Watte habe ich aus dem Edeka und die habe ich mir zurechtgeschnitten und tupfer die jetzt da rein. So, und das muss dann so ein bisschen kreisförmig sein. Dann kommt das kleine Tannenbäumchen, das wichtigste Stück, da rein. Das klebe ich mit Heißkleber fest. Da passt bitte auch auf eure Finger auf. Wie ihr seht, ist da gerade schon der Heißkleber runtergelaufen. Wenn ihr noch so unter 10 seid, macht das am besten mit einem Erwachsenen. Dann mache ich das in die Mitte, dass das auch im Mittelpunkt steht sozusagen. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Den gut festschrauben. Es kann sein, dass das Tannenbäumchen dann doch nicht hält. Und jetzt nehme ich eine Schere, ein wichteliges tannenbaumgrünes Band und solch einen Kreuzstoff. Den fand ich mal ganz schön. Den wickle ich jetzt um das Glas und schneide den mir zurecht. Das klebe ich mit Heißkleber fest. Dazu macht einfach nur auf den Deckel etwas Heißkleber, bitte nur auf den Deckel, nicht auf das Glas. Das wäre ganz wichtig, weil sonst kann derjenige oder diejenige, die es geschenkt bekommt, nicht mehr aufmachen. Vielleicht wollt ihr nachher noch was reinmachen, deswegen klebt am besten nicht den Deckel mit fest, sondern einfach nur den Stoff auf den Deckel. Und jetzt gut festdrücken, dabei bitte auf eure Hände aufpassen, das kann ziemlich heiß werden. Und passt bitte darauf auf, dass ihr eure Hände nicht verbrennt. Jetzt kommt noch so ein grünes Band rum. Mit einem kleinen Schleifchen und dann ist es auch schon fertig.